Moin Mädels, dritter Teil. Gibt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer für die Leute, die jetzt gerade ganz neu sind und nur dieses Video gerade hier sehen. Guckt vorher den ersten und den zweiten Teil, damit ihr versteht, was in diesem Video eigentlich so vor sich geht. In dem ersten Teil wird das ganze Spielgeschehen erklärt und im zweiten Teil gibt es nochmal ein Update. Und dieses Spiel basiert, wie gesagt, auf dem Update des zweiten Spiels. Also wir spielen 4 gegen 5 gegen 5. Und nach dem, was in den ersten beiden Runden abging, müssen wir jetzt ein bisschen unsere Strategie ändern, um die Tagesmoral zu stärken. Also, viel Spaß beim dritten und letzten Gameplay dieser Runde. Das ist echt, Alter. Das kannst du jetzt nicht machen. Weißt du, Team Farblos, Team Blau, alle stehen ringsherum und du... Ja, jetzt müssen wir mal hier gar nichts machen am besten und trotzdem gewinnen wir noch die Runde. Ja, das tut mir leid, aber es kam gerade so ein bisschen über mich. Ja. Es ist aber auch einfach mal toll, weißt du, wenn du siehst, dass es funktionieren kann, wenn alle mitmachen. Dieses Mal, wir gehen auch auf die Bombenplätze, wo gelegt wurde. Aber wir nehmen uns die Bombe nicht, okay? Ja, ich denke auch. Wir machen diese einfach nur ein bisschen, wir jagen einfach nur ein bisschen. Die anderen. Oder ja, im Großen und Ganzen, wenn es die letzte Runde ist, haben wir ja sowieso schon insgesamt. Aber das wäre dann Intention, wenn wir so spielen werden. Das wäre ja auch scheiße für die Gegner. Oder das heißt, wir machen das so, wenn wir die von der Bombe wegkriegen, dann gehen wir zur Bombe hin und machen eine Fehlentschärfung. Oh, ups, das wollte ich jetzt nicht, da bin ich wohl mit. Aber es ist wirklich schön, wenn es mal wirklich läuft, so das zu sehen, so, weißt du, so. Ja, so ist es halt mit mir im Team zu spielen. Mit mir. Mit Celine. Ja. Wer bist du nochmal? Vor allem, Nico kommt mit seiner Pistole rum, sieht nur den Arm, bupp, ein Schuss auf den Arm. Ah, Hit! Nico ist raus. Da sitzt noch einer! Das ist Hannes! Aber immer schön sagen von wegen, ja, Tote reden nicht. Ja, aber wenn er sagt, da sitzt noch einer, dann ist das gut, dann wissen die Bescheid. Aber wenn er sagt, da sitzt Hannes, so, dann geht halt keiner rein. Ja. Ha, hör was auf! Angst vor euch. Nein! Aber Flo! War das jetzt ein Überbleibsel Flo. Von denen oder? Flo, nicht vor uns, nur vor Hannes. Ohne das war leicht Angst demotiviert. Also, sobald wir jemanden sehen, rufen wir Team Blau, wir sind gekommen, um euch zu holen. Ah, da. Ich bin durch den Keller oder so jetzt lang. Welche Farbe? Blau. Hast du Karten mit? Genau, Russenhocke und ein. Was soll ich sagen? Also da kannst du so Mindmaps auf dem Computer erstellen. Und die Werbung davon ist halt direkt mit so einem Beispielvideo, zum Beispiel an Meerschweinchen. Und Furry Potatoes. Und die Ohren sind dann Flappy Listeners und Augen sind dann Snack Seekers und Tinny Tippy Tappies sind dann kleine Füße und. Sniffy Whiffler ist dann die Nase. Und wenn sie kein Essen kriegen, dann sind es keine Furry Potatoes, sondern Fury Potatoes. Ich will nicht mehr. Und das Ganze gibt es halt auch mit Schlangen. So. Es gibt halt andere Namen für Schlangen. Das ist dann irgendwie eine Danger Nudel. Also zusammengefasst übernehmen wir dieses Mal die Rolle eines Söldnertrupps. Wir stören die Gegner allgemein ein wenig, versuchen aber nie die Bombe für uns zu holen und sie zu planten oder sonst irgendwas, sondern wir stören nur oder helfen dem Team, was gerade das zu verteidigende Team angreifen muss. Ganz einfach, um die Tagesmoral wieder zu stärken und einfach um dem Spiel seinen Flair wieder zurückzugeben, dass es ausgeglichen ist, dass es die ganze Zeit ein Hin und Her ist. Also, los geht's. Wir bleiben einfach kurz hier. Wir warten einen Augenblick und dann renne ich da hinten rüber. Alter, hier riecht's nach Katzenscheiße. Ja, nur. Ich habe nur zwei rausgenommen. Das sind ja. Warst du das? Was? Ja? Ich habe nur zwei rausgeholt, die wissen, dass ich passiere. Es wird gechosen. Hannes, kommst du an meine Position? Ja. Wie sieht es im Außenbereich aus? Kontakt! Aus. Wo platziert? Keller! Hannes, Killer. Jo. Die ballern wir weg.
Komm. Ja, komm vor, nächster Raum. Hit! Deadman! Ich hol kurz Nils raus. Yeah. Hit! Bomb im Keller, ich hab. Hier, Rückzug, Rückzug, Rückzug! Los! Los, geht! Basti, komm her! Geht! Was machen wir mit der Bombe? Order! Geht! Lass die Bombe. Hast du die Bombe entschärft? Ja, und im Keller stehen lassen. Okay, hast du Kabelbinder dabei? Oben. Ja, da hat es Nils doch tatsächlich geschafft, mir den Kabelbinder von der GoPro wegzuschießen. Innerhalb der 5 Minuten, in der ja ich und Paul die Kamera wieder repariert haben, hat es doch tatsächlich wieder der C-Spawn geschafft, sich die Bombe zu holen und wieder im Keller zu platzieren. Hier. Wir gehen jetzt zum A-Spawn und verbünden uns, zumindest bis die Bombe entschärft ist, mit denen. Können wir machen. Weil das Team hat jetzt schon zweimal die Bombe, die beim A-Spawn noch nicht. Ja. Ist das eine gute Idee? Ja, ja, dann auch schnell. Ja. Vorsicht! 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 Vorsicht, 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 Achtung, Vorsicht, 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 blaues Team verbünden, blaues Team verbünden, wir helfen euch die Bombe zu kriegen. Wir kommen in Frieden, wir kommen in Frieden. Hab ich? Nee, kam gerade vor. Ja, das oben drin. Hannes vor, Hannes vor, Hannes vor. Ja, hit. Rein zum Decke. Komm, wir machen das. Hit. Deadman. Deadman. Hannes. Ja. Komm. Der rechts raus? Den habe ich raus. Alles kannst du vorkommen. Jo. Ist Nico noch links drin? Nein, Nico ist raus. Okay. Wir müssen aber gleich spawnen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob rechts oder links noch einer drin ist. Nein. Hit! Schleife aus! Hit! Schön hier decken. Deck darüber. Hit! Mann, deck darüber! Basti, bist du links? Hier. Ich bin hier. Alles klar. Selina ist rechts. Ja, Moment, ich entschärfe. Bombe entschärft, wiederhole. Bombe entschärft. Bombe entschärft. Alles raus. Wo ist blau? Raus, nach hinten. Okay, nein, wir gehen vorne. Wir blockieren C. Wir blockieren C. Ja. Alles raus. Ja. Nein, wir blockieren C. Dass sie sich nicht wieder die Bombe holen. Okay, Schluss. Selina, Bombe. Selina, sei hier. Anna, komm her, Bombe holen. Ja, hit. Schön. Deadman! Anna, komm! Leg mein Magazin hier noch! Deadman! Deadman! Ja, erstmal ein Boot durch die Beziehung. Ja, ist echt so. Boah, ich finde, das haben wir so söldnermäßig ziemlich gut geregelt. Ja.
kommt ein bisschen Action rein. So, ich muss kurz in den Keller gehen, ein Magazin holen. Vorsicht! Vorsicht! Da ist er, da ist er! Ja, Basti, wir hätten nur beim Bombe abwerfen müssen. Ja, aber ich musste. Ich hätte. Weißt du, hast du entschärft? Wir wussten noch nicht mal mehr. Ja. Das nächste Mal lassen wir aber auch selber entschärfen. Das nächste Mal räumen. Podest? T-Stück. T-Stück. Sind zu dreck. Nikolas, Elena und Anna. Wir lassen uns erstmal eine Weile darauf beruhen, würde ich behaupten. Ich meine, jetzt könnte er ja vielleicht die Bombe auch einfach wieder aus dem T-Stück klauen. So. Ja, würde ich dann sagen. Ja, machen wir gleich. Aber, ja, aber das habt ihr natürlich nicht von mir. Ja. Nein. Aber wir wollen die erstmal kurz ruhig lassen. Wir haben die kurz verbündet, weil wir fanden das halt blöd, dass die direkt schon wieder Keller platziert haben. Deshalb, dass die auch mal ein bisschen im T-Stück verteidigen können. Und deshalb kurz warten, dass die ein bisschen verteidigen können und wenn nichts passiert, dann gehen wir rein. Wir sind des Orgas Handlanger. Ich glaube, der Kamera ist gerade ausgegangen. Genau, schick uns mal dahin, wo es ja, also die Kamera ist gerade im T-Stück entschärft worden. Da hatten wir dem Asborn einmal kurz die Bombe besorgt, haben ihn auch dazu verholfen, sie zu platzieren. Und kaum sind wir weg, kommen wieder C, Lux den wieder die Bombe ab und platziert wieder im Keller. Wir gehen aber erstmal wieder für 5 Minuten in die Safe Zone und wechseln von Pauls Kamera ganz in Ruhe den Akku. Allerdings kann diese Misere für Aya nicht anhalten, also komm, alle guten Dinge sind 3, nochmal verbünden, nochmal aus dem Keller die Bombe holen. Los geht's. Vorsicht! Achtung! Vorsicht! 3 Mann. Einer gleich rechts in der Ecke, ich glaube einer links in dem Eck. Wie? Einer da in dem, ja, ich glaube in dem Loch drin. Und einer geradeaus. Nico ist auf jeden Fall geradeaus. Ist links noch einer drin? Guckst du kurz links rein? Oh, nee, komm dann. Nee, ich muss raus. Hey, Basti! Alles! Ja. Ich sitze hier drin. Ja, ja. Alles Waffenbretter. Ist was abgeprallt? Ja, sehe das nicht, der Türbrett. Gut, dann gehe ich raus. Steht! Hannes, Nico liegt an seiner Position. Okay. Liegt. Ja. Ach, wo ist er? Pass auf, links ist einer, glaube ich. Was? Hier in dem Raum drin? Da war ich gerade. Nein, eins weiter links. Okay, Hannes, bei 3. 1, 2, 3. Ja, hit. Hit. Oh, Nico, ich glaube, ich habe dich mitgenommen. Oh, nicht ernsthaft? Oh, das ging auf den Nacken. Los, rein! Nico's raus! Bombe entschärft! Hannes! Jo. Sag Bescheid, wenn du soweit bist, dann gibt's Sperrfeuer! Danke, Vorsicht! Geht los! Und los! Hier ist Nina zurück! Komm! Oh, hast du mich abgeschossen? Jetzt. Ja, dann Orga. Bitte sehr. Orga! Das hat ja geklappt. Ja. Mann, ich habe ihm die Bombe doch schon hingehalten. Da musst du mir doch nicht nur auf den Nippel schießen. Hannes? Ja. Ach, danke dir. Jetzt Kamerapause wieder. Ja. Kurz ausruhen. Ab dem Zeitpunkt haben wir dann eine 10-minütige Spiel- und Kamerapause gemacht. Was daran passiert ist, eigentlich dasselbe wie das ganze Spiel schon. Ich hatte die Bombe an A gegeben, A hat die Bombe platziert, C hat wieder ohne unsere Hilfe A die Bombe abgejagt, C hat wieder die Bombe im Keller platziert und C ist schon wieder am sich verbunkern und erfolgreich gegen A verteidigen. Und da Team C zweifelsfrei über A dominiert hat, haben wir uns dann dazu entschlossen, dieses Spiel nichts mehr zu machen, weil wir haben C schon 3-mal die Bombe abgeluchst und naja, sie haben halt einfach ihren Sieg verdient gegenüber A. Und dennoch, kurz vor Ende kam der komplette A-Trupp nochmal in unserem Spawn vorbei, um uns um Hilfe zu bitten. Wie, stopp. Noch 3 Minuten, Alter, jetzt geht's ab. Wie sieht's bei euch aus? Sind noch 3 Minuten. Verbinden, fällt runter. Ja, oder wartet ihr jetzt einfach, ob das Spiel vorbei ist? Dann habt ihr aber verloren. Ja. Also wir auch, aber hier, noch 2 oder 3 Minuten. Nee, wir müssen jetzt echt Druck machen. Dann auch runter. Also alle. Steht immer noch hier.
Ja, auf. Na los, rein! Gib Gas! Okay, wir unterstützen, aber wir pushen das so sehr. Jetzt los, hol euch. Ich wollte gerade sagen, wir gehen andersherum. Ja, genau, wir gehen mal von deren Spawn aus. Oh, ich? Hier, drei los, Minuten, Leute! Hey, los, rein da! Los, rein da, rein da, rein da! Lasst euer Team nicht alleine! Was? Was ist das denn? Ist hier ein Arschloch? Los, 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 rein, los, wir sind hinter euch! Alter, alles los. Das wäre echt mies, davon ein Video zu produzieren. Aber wir können es ja für uns privat produzieren. Da musst du echt aufpassen. Hast du ein Gespür? Ja. Von den Räuchern? Ja. Was ist los, ey? Habt ihr gut gespielt? Ich schlafe nur noch was. Sieger vor. Sieger vor. Ja, wir erwarten da immer die Tür. Habt ihr gewonnen? Das ist aber schön. Ihr habt uns ja voll überrumpelt. So Mädels, das war's mit diesem kleinen Dreiteiler. Nehmt's nicht zu ernst, weil wie gesagt ein sehr spezielles Gameplay, denn in Wipperdorf werden die Teams eigentlich immer so eingeteilt, dass es sehr ausgeglichene Spiele werden. War eben diesmal eine sehr große Ausnahme, dass es nicht der Fall war. Wir haben uns einen Spaß draus gemacht. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß beim Gucken dieser kleinen Videoreihe. Das nächste Gameplay ist dann wieder mit dem allmächtigen Juggernaut. Und bis dahin noch einen schönen Monat. Versteht ihr, weil wir ACS sind und wir vielleicht alle 2 Wochen mal ein Video hochladen. Weil wir alle arbeiten und keine Zeit haben und kein Geld haben. Ja. Tschüss.